Hallihallo und ein herzliches Willkommen. Da steht nichts, da liegt nur was rum. Was machen wir denn heute? Ich habe die ein oder andere Beschwerde schon wieder gekriegt. Die Leute, denen ist das zu viel, wenn sie das ein oder andere runterladen müssen. Mann, deswegen spielen sie da nicht Minecraft und holen sich's irgendwo anders. Ich habe es erhört. Ich mache das zwar ungern auf der einen Seite, aber ich habe euch ein Paket zusammengeschnürt. Soweit ich es durfte, habe ich es also gemacht. Und was machen wir heute? Wir machen einen Server und einen Client zusätzlich. Für den Client braucht ihr doch noch ein bisschen Arbeit. Für den Server habe ich es so einfach wie möglich gemacht. Ihr bekommt dieses Paket wie immer unter diesem Video, das wo ihr jetzt im Moment anschaut. Wenn ihr auf mehr Anzeigen klickt, da ist als irgendwo Server-Tutorial, PDF, bla bla bla, ein Media-Fire-Link, da klickt ihr drauf und dann kommt dieses Ding herunter. Und dieses Ding, machen wir einen Rechtsklick, Datei hier entpacken, okay. Und dann entpackt er das hier und das will er mal nicht so auf die Art und Weise. Und dann tun wir das gleich wieder hier, und dann tun wir das gleich wieder hier löschen, weil so will ich das nicht. Ich mache das so, Datei hier entpacken, okay, und dann wird das Ganze nämlich in ein Fensterchen gepackt. Und das Fensterchen haben wir hier oben, da machen wir mal einen Doppelklick drauf und dann verschwindet es auf die falsche Seite, komm her. So, das ist in diesem Serverpack 164 und so weiter drin. Was hat es mit sich auf sich? Ganz einfach, hier ist einmal eine Startbad 1 GB, eine Start 2 GB und eine Start 4 GB. 4 GB benutzt ihr bitte, wenn ihr das auf eurem eigenen PC oder am Server daheim, wenn ihr auch 4 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung habt, immer eines dabei bedenke, wenn ihr darauf auch noch Minecraft spielt, braucht Minecraft auch Arbeitsspeicher. Das heißt, wenn ihr einen 4 GB Rechner habt, könnt ihr höchstens dem Server 1 GB geben und eurem Minecraft dann 2 GB und so weiter, wenn ihr das auf dem eigenen PC macht. Macht ihr das im Internet unter zum Beispiel Nitrato, dann könnt ihr das Ganze schnappen, nachher, wenn es fertig ist, die drei Dinge hier runterlöschen. Die braucht ihr nämlich gar nicht in die Startbad, weil das wird automatisch gestartet, wenn ihr euch einen Bucket-Server bei Nitrato nehmt. Was machen wir hier? Hier haben wir einmal eine PDF, die mache ich mal auf. Die benötigen wir aber jetzt im Moment noch nicht und deswegen schließe ich sie auch schon wieder. Wir machen jetzt eins, wir starten den Server. Haha, wie? Wir starten den Server. Ganz einfach, wir drücken da unten mal auf Startbad 4 GB in meinem Fall und starten den Server. So, jetzt wird nämlich der Server bei euch zu Hause erstellt. Und zwar komplett fix und fertig. Ihr müsst gar nichts mehr tun. Überhaupt nichts mehr. Das heißt, das Ding braucht jetzt zwar eine Weile, bis es die Sache runtergeladen hat dann bei euch, aber dann ist der Server komplett fertig. Und darauf warten wir jetzt, dass das nämlich erledigt wird. So viel Downloading muss sein. Warum tut sich da unten nichts? Nur mit 8 Megabit. Hello, ein bisschen schneller. Wir haben auch ein bisschen mehr Leistung hier bei mir. Aha, und man siehe und staune, hier erstellt sich einen Server. Und was ist auf dem Server drauf alles? Gehen wir doch nochmal die PDF in der Zwischenzeit und sage da mal 150%, dass man das sehr oft dem Server ist drauf. Ja, Inventory Tweaks, Tree Capitator, Iron Chest, Carpenter Blocks, Backpacks, Industriekraft, Bildkraft, Forestry, Railcraft, Apple Energetics, Inibis Core für die Advanced Machines, Wireless Redstone, Compact Solar, Charging Pass, MDK Mode, Mechanics Mode, komplett mit allem drum und dran, Portal Gun, dann die Additional Pipes, Neutral Control, Bildkraft, Z-Pipes, Elevator Mode, Projekt Red, komplett mit allem, was sich dazugehört. Terrainkraft ist noch drauf. Und zusätzlich müssen wir nachher noch das, was hier oben ist, herunterladen. Und zwar nur das hier oben. Wer denn gern einen Client noch dazu haben möchte. Was sehen wir da? Es ist soweit fertig. World Config, alles klar. Der Server ist gestartet und er läuft. Tata. Und nun? Jetzt lassen wir den Server Server sein. Das ist er. Und als nächstes haben wir hier im Paket ja die PDF gehabt. Auf dieser PDF holt ihr euch logischerweise bei Minecraft, so schön wie es sich gehört, eure Minecraft-Exe, wenn ihr sie noch nicht habt, auf diesen Knopf drücken. Dann kommt ihr auf die Seite von Minecraft, dann könnt ihr hier auf Download gehen
Und auf Download könnt ihr hier dann eine Minecraft-Exe runterladen. Und da kommt sie schon, im Hintergrund hören wir das wieder. Und deswegen tun wir ganz einfach hier mal ganz zu schnell schließen. Hier können wir nicht zumachen, denn hier macht ihr jetzt etwas anderes. Ich hole mal ganz schnell hier meinen anderen Explorer runter. Und zwar ladet ihr euch die 1, 2, 3, 4, 5 Mal Download-Links herunter. Und die Download-Links funktionieren. Und wenn ihr da halt über etwas kommt, wo ihr ein paar Minuten oder ein paar Sekündchen warten müsst, dann wartet doch die paar Sekunden. Ihr habt ja zum Schluss ein komplettes Paket. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ihr hier unten seht, das sind die 5. Bei Optifine könnt ihr natürlich das auswählen, was ihr wollt. Wenn ihr auf die Forumseite geht, wenn euer Rechner nicht so schnell ist, könnt ihr auch dann eine einfachere Version nehmen. Über diesen Download-Link gibt es die UC7, die neueste Optifine-Version. So, was noch benötigt wird, ist natürlich diese Forge. Und zwar ist es die Forge 953. Wenn man da draufklickt, dann geht jetzt hier der AdFly-Link auf. Wunderschön, da muss man natürlich warten. Und zum Schluss kommt, wie gesagt, die Forge 953. Und zwar, was habe ich gemacht? Da müssen wir hin. Die Forge 953, die brauchen wir. So, ich habe ja runtergeladen. Wie gesagt, unter Downloads die Minecraft-Exe. Die Minecraft-Exe schieben wir hierher. Und dann sagen wir, du mache mal Start. Und zwar wird ja dann im Ordner unter Benutzer, OTW bei mir, bei euch wahrscheinlich, dann unter AppData, Roaming, wird da oben jetzt der Minecraft entstehen. Wie ich das Ganze gemacht habe, dass ich hier reinkomme, könnt ihr auch viele andere Videos bei mir anschauen. Ihr könnt aber auch da unten eingeben, Prozent, AppData, Prozent, und dann seid ihr auch hier genau, wo ich jetzt auch bin. So, ich starte die Minecraft-Exe, ausführen, und hier oben, Punkt, Minecraft, und jetzt wird da die ganze Sachen installiert für das Minecraft, und zwar das Original Minecraft. Hier wird er nach meinem E-Mail oder aber nach dem Benutzernamen, und wie immer ist das der Tulukan. So, und der Tulukan hat das Passwort. Das sage ich nicht. So, und dann Login, und dann geht das Ganze hier weiter. Und jetzt gehen wir auf Edit Profil, und dann sagen wir hier möchte der Tulukan auch gleich nochmal 4 GB haben. Er hat es ja, weil er so viel hat. So. Und hier möchte ich aber, und jetzt kommt's, aufpassen, die Version 1.6.4. Save, 1.6.4, Play. Und jetzt wird nämlich die Version 1.6.4 heruntergeladen. Ihr seht es hier, das Play, geht auf, zack. Und jetzt haben wir das Spiel in 1.6.4. Ich schiebe mal den Server kurz auf die Seite. Und nun tun wir das Ganze wieder schließen. Quit Game. Achtung für alle. Ich mache da mal jetzt ein extra Fenster nochmal auf. Für alle, die es beim letzten Video nicht mitbekommen haben. Wir haben jetzt hier mit 1.6.4 gestartet. Und jetzt geht man und startet. Und startet die Forge. Und die Forge, die will jetzt den Clint installieren auf 1.6.4, weil es ist die Forge für 1.6.4. Okay. Und jetzt wird der Client, also die Konfiguration für die Forge, hier auf das Minecraft in Punkt Minecraft erstellt. Das Ganze dauert einen Moment, weil ja wieder was runtergeladen wird. Man sieht es da unten ab und zu. Komm, put. Und jetzt ist er fertig. Super schön. Und jetzt starten wir wieder Minecraft. Wo ist Minecraft? Hier, Doppelklick drauf, ausführen. Und jetzt sehen wir, das machen wir mal zu, jetzt sehen wir, wie hier oben gar nichts passiert, weil es ja noch immer die 1.6.4er Version ist. Jetzt gehen wir unter Edit Profil. Ich mache das immer so, ich gebe jetzt hier an 1.6.4 und schreibe hier hin Forge. So, und hier unten, Achtung, US Version, ist nämlich jetzt ganz unten die Forge 953. Zack, auswählen. Speichern.
Und jetzt ist es hier und jetzt tun wir das Ganze sagen Start. So, und jetzt startet er das. Jetzt startet er das und jetzt wird zum ersten Mal das Spiel mit der Forge gestartet. So, das Einzige, was ich jetzt mal kurz mache, ich stelle das Ganze da und ich stelle das Ganze auf Deutsch, fertig, fertig. Und jetzt gehe ich schon wieder raus. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Mod-Ordner für die 164 vorbereitet für die Forge und für die Mods. Ich stoppe jetzt hier mal den Server. Stopp. Stopp. Stopp the Server. Stop it. So. Dann haben wir hier irgendwo das Fenster versteckt. Wo habe ich es hier? Öffnen. Zack. Das ist unser Serverchen. Das ist unser Serverchen. So. Das ist unser Punkt Minecraft Ordner. Hier haben wir einen Config Ordner. Jo, der ist leer. Hier haben wir einen Config-Ordner auf dem Server. Da setzen wir oben an, fahren ganz nach unten, kopieren, einfügen. Ja, macht es. So, gehen zurück, gehen hier auch eine zurück, gehen auf Mods, gehen hier auf Mods und nehmen alles bis auf diesen Teil hier. Mal kopieren, einfügen. Sind die Mods hier drüben. Jetzt gehen wir. Ups, falsch. Gehen wir hierher. Das sind ja die 1, 2, 3, 4, 5 Download-Links, wo ich gesagt habe. 1, 2, 3, 4, 5. Kopieren. Einfügen. Finito. Einen Schritt zurück. Das hier können wir zumachen. Hier können wir wieder zurück auf den Server. Den mache ich hier noch gleich nochmal auf. Minecraft-Exe starten. Ausführen. So. In der Zwischenzeit, solange bis das hier startet, können wir eines machen. Hier nochmal öffnen. Das ist unser Server. Hier sagen wir jetzt Play. Und jetzt wird hier im Hintergrund das komplette Clint gestartet. Ihr habt das also mitgekriegt. Der Clint wird jetzt hier gestartet. Und hier nehme ich mal ganz... Okay. Nehme ich jetzt von meinem anderen Server. Ich habe hier nochmal einen. Nur, dass ihr seht. Öffnen. Da nehme ich mir meine Whitelist, schiebe sie hier rüber, kopiere nur, einfügen, dann meine Serverdaten, Serverproperties, da gucken wir mal kurz rein. Da ist nämlich angebracht, dass ihr hier die Servereinstellungen, ich habe das in meinem Server für Minecraft, habe ich das euch genauer erklärt, was ihr hier alles einstellen müsst. Schaut dort nochmal rein, weil ich erkläre jetzt noch nicht mehr alles im Einzelnen. Da tue ich bloß die Server-Properties kopieren und setze hier drüben auch rein, dass ich es nicht nochmal machen muss. Und natürlich, wer auf diesem Server kopieren, der Chef ist, einfügen. Ups, dass ihr das mal sehen könnt. So sieht es aus. Diese Herren, die sind da auf dem Server Admins und hin Rechte. Den können wir zumachen. Das ist der Server, den wo wir gerade gemacht haben. Ich starte ihn auch wieder mit 4 GB. Jetzt hat er gleich die Einstellungen drum und dran. Jetzt muss ich mir bloß schnell schnell mal kurz etwas Favoriten. So geht es nicht. Ich brauche nämlich noch ganz schnell die Serverdaten. Und zwar, das können wir auch anders machen. Das können wir kurz so. So, das da machen wir schnell aus, dass da kein Ton wieder kommt. Wie findet ihr eure IP? Wie ist meine IP? Zack.
Wie ist meine IP? Klick, meine IP ist 13205. Na, willst du nicht mich kopieren lassen? Ach ja, dann bleibst wie bist. Mehrspieler. Direkt verbinden auf dem Server 134.3.83.205. Server beitreten. So, und jetzt müsste er normalerweise, zack, so, hier gleich auf diesem Server joinen. Das heißt, das ist ein kleines, kurzes Video, hoffe ich, wo beides auf einmal, ihr bekommt ein kleines Paket mit. Könnt euch auswählen, ihr könnt natürlich den Server weglassen, könnt nur den Client zusammenbasteln. So, ihr seht schon, der Tulukan Join da drüber, Backpack-Version und zack. Jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen größer. Moment, zack, das machen wir so. Jetzt ist das Ganze zurück zum Spiel. Auf dem Ganze sind natürlich die ganzen Mods installiert. Hier rechts seht ihr's. Viele, viele, viele Mods, die alle, die wo in dem Paket sind drin, laufen. Und wie ihr sehen könnt, bin ich auf einem Server. Und zwar direkt den, wo man gemacht den gleichzeitig zu hier Tulukan Joint auf den Server. Ihr könnt das Ganze natürlich aber auch als ein ganz normales Verbindung trennen, Einzelspielerspiel nehmen und diese Welt starten. Ich wünsche euch mit dem Ganzen, was man hier oder was ich auf die Schnelle zusammengebastelt habe, viel Spaß. Ich werde noch einmal wiederholen kurz, wenn ihr diese drei Startparteien weglasst, also diese drei Dinger hier weglasst, könnt ihr das Ganze auf einen Nitrado-Server schieben, sofern ihr dort einen Bucket-Server ausgewählt habt, und dann könnt ihr das dort starten. Genaueres, wie man die Server-Ports freigibt und so weiter, könnt ihr, wenn ihr das möchtet, auf diesem Tutorial hier, Server-Tutorial 164, da habe ich das genauer beschrieben, wie das geht, dass man einen Server auf seinem eigenen Rechner macht, welche Ports man da reingeben muss und so weiter und so fort. Ich denke, das ist nicht unbedingt in diesem Fall nötig. Wer das nicht weiß, wie das funktioniert, kann das über meine Seite, über meinen Kanal, ist es ganz einfach das Server-Tutorial. Dieses Tutorial ist nicht nur ein Tutorial, es ist eigentlich ein Pack, wie ihr mitgekriegt habt. Ihr müsst eigentlich nur diese 6 Dinge runterladen. Das heißt einmal die Forge, Ray Minimap, Singleplayer Commands, Optifine, Not Any Items und die Nye Plugins in der neuesten Version, so wie ich sie hier drauf habe. Weil das ist auch nicht kompatibel mit dem Tutorial an sich, mit den Mods, die wo hier mitgeliefert sind, weil das hier ist auf dem allerneuesten Stande. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß mit dem Client, wünsche euch viel Spaß mit dem Server. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Olli.